Also am besten zu Hause bleiben und hier ab 4 gucken. Ab heute ja in HD-Qualität und damit herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Sie können bei uns heute wieder gewinnen, werden gut unterhalten und erfahren alles Wichtige vom Tag. Und das sind einige unserer Themen. Große Aufregung herrscht seit heute Morgen in Striesen, einem Ortsteil von Dresden. Bei Baggerarbeiten für eine Tiefgarage ist eine Bombe gefunden worden. Hunderte Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden. Ob auch die benachbarte Uniklinik evakuiert werden muss, steht noch nicht fest. Der Tag heute begann für viele Autofahrer mit einer Rutschpartie. Die war natürlich nach dem Regen und den Nachttemperaturen unter dem Gefrierpunkt auch zu erwarten. Bei Zeitz rutschte ein LKW in den Graben und in Zwickau durchbrach ein Tanklaster die Leitplanke und stürzte einen Abhang hinab. Tja, weil auch das Wetter wahrscheinlich einen Strich durch die Rechnung macht. Und es ist zu befürchten, dass Orkantief Xaver auch im Sendegebiet zu chaotischen Verkehrsbedingungen führen könnte. Mehr zur Wettersituation in Nord- und Mitteldeutschland dann in wenigen Minuten hier bei uns. Der Bergzoo in Halle ist ein Kleinod. Viele unterschiedliche Tierarten gibt es zu bestaunen. Doch der Unterhalt wird immer teurer. Vor allem die Stromkosten explodieren. Nun müssen sich Zoo und Stadtverwaltung einig werden, wie viele und vor allem welche exotischen Tiere sich Halle in Zukunft noch leisten kann. Wohl jeder kleine Junge wünscht sich mindestens einmal zu Weihnachten ein Feuerwehrauto. Geht der Wunsch in Erfüllung, wird damit so lange gespielt, bis der ferngesteuerte Hubschrauber dann attraktiver ist. Aber was bitte machen erwachsene Menschen mit einem echten Feuerwehrauto? Denn so eins ist jetzt in Podelwitz bei Rackwitz verschwunden. Heute ist der Tag der Tage. Sie können das MDR-Fernsehen in HD-Qualität empfangen. Jetzt müssen Sie allerdings noch wissen, was Sie wo und wie einstellen sollten. Ja, nur ein bisschen Zeit. Und wenn Ihnen das jetzt alles ein bisschen zu schnell ging, dann schauen Sie einfach mal ins Internet. Dort finden Sie noch mal alle Informationen. Dort können Sie auch mitmachen bei der MDR-Fotoaktion. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Die Meteorologen, die warnen uns ja schon seit Stunden. Nach dem Orkan Christian kommt nun also Xaver. Erste heftige Böen haben bereits am Vormittag den Norden getroffen. Schwere Sturmfluten werden noch erwartet. Wegen der Warnungen vor dem Orkantief bleiben die Weihnachtsmärkte in einigen Teilen Mitteldeutschlands geschlossen. Wir haben es gerade gesehen, in Hamburg ist Sturm Xaver bereits Mittag schon angekommen. Genau dorthin zum Hamburger Fischmarkt schalten wir jetzt zu unserer MDR-Wetterexpertin Susanne Langhans. Hast du denn noch trockene Füße, Susanne, oder ist am Fischmarkt schon Land unter? Auf Norddeutschland zu. Habt ihr das Schlimmste im Norden denn schon überstanden? Vielen Dank, Susanne Langhans, für uns live vom Hamburger Fischmarkt. Wie es in Mitteldeutschland aktuell aussieht, dazu wollen wir gleich noch nach Stendal schalten. Im Moment ist das gerade nicht möglich, die Verbindung steht nicht, aber unsere Sendung geht ja noch eine ganze Weile. Ich denke, wir schaffen das noch. Wir schalten erst einmal in die Landesfunkhäuser nicht, aber wir gucken, was wir in der Region noch zu bieten haben. Und unsere Leitungen ins Sendegebiet nach Sachsen-Anhalt stehen jetzt. Und wir schalten zu unserer Reporterin Susanne Blum. Sie ist uns live aus Stendal zugeschaltet. Susanne, wie stürmisch ist es denn momentan bei dir? Vielen Dank, Susanne Blum. Sie steht für uns live in Stendal. Und an dieser Stelle wollen wir mal auf unseren Gast zum Café schauen. Das ist die Schauspielerin Katja Wojwod. Katja ist Kriminalrätin in der Serie Alarm für Cobra 11. Hier haben wir eine echte Polizeipräsidentin sitzen, Ilona Wessner. Und heute geht es wieder um das Thema Tipps gegen Tricks. Die Weihnachtszeit, eigentlich die Zeit des Friedens, der Harmonie. Aber in vielen Familien sieht es doch ein bisschen anders aus. Was tun, wenn der Partner durchdreht und gewalttätig wird? Bei uns jetzt schon anrufen, das geht natürlich auch anonym. 01802 15 15 17. Außerdem gibt es auch heute wieder unser Städtequiz. Sie wissen ja, wir suchen eine Stadt in Mitteldeutschland und die müssen Sie dann richtig einordnen können. Wir schauen uns mal die ersten Impressionen an. Tja, und dann geht es um 100 Euro Weihnachtsgeld und auch noch eine Weihnachtsüberraschung, aber nur, wenn Sie die Koordinaten richtig bestimmen können. Jargeau, das ist ein Städtchen, 120 Kilometer südlich von Paris, hat gerade mal 5000 Einwohner und ist doch ein Mekka, und zwar für Wurstliebhaber. Es ist der Sitz einer einmaligen Institution, der Bruderschaft der Ritter der guten Wurst. Die prämieren jährlich die besten Würste aus ganz Europa. Und ganz vorn mitgespielt hat in diesem Jahr ein Fleischermeister aus Plötzkau bei Bernburg. Und Judith Heinze hat ihn besucht. Wüsste, wer hier eine kleine Stärkung braucht, das ist nämlich Thomas Globig. Der hat heute bestimmt viel zu tun beim stürmischen Wetter. Danke. Guten Appetit.
Meine Oma hat immer gesagt, mit vollem Mund spricht man. Kann ich noch erzählen, mein Gott, der Sturm Xaver macht uns ja ganz schön zu schaffen. Und wie es weitergeht und wie es aussieht im Sendegebiet, Thomas muss noch schlucken, das erfahren wir jetzt in den nächsten 2 Minuten. Thomas, schluck runter. Ja, ist weg. Ist weg. Spannender Nachmittag mit so einem Auftakt. Aber wir haben gerade das Wetter verfolgt und saßen jetzt da und dachten, mein Gott, wie komme ich heute noch nach Hause? Wir haben uns vorhin mit der Bahn angereist. Ja, genau. Ein Baum würde ja reichen. Ne? Weihnachtsstress aus. Also viele sind ja jetzt schon dabei zu gucken, was sie schenken, was sie backen, was sie kochen. Irgendwie kommt es ja dann doch immer schneller, als man denkt. So 2 Monate. Ich habe sowohl gekauft als bestellt, als auch so eine bunte Mischung. Aber bei weitem fehlen mir ein paar Ideen und auch noch viele Geschenke dazu. Ja. Was ist denn so ein Wunsch, den du noch hast? Zu Weihnachten? Ist es eher eine Reise oder eher was Persönliches? Worüber freust du dich? Oh, ich freue mich über viele Sachen. Was war dein Lieblingsweihnachtsgeschenk als Kind? Als Kind? Oh, ich weiß es nicht. Also ich war nicht so ein typisches Mädchen. Ich habe nicht so die Barbie-Fraktion und die Puppen und sowas gehabt. Aber man genau. So Styropor zerschneiden konnte. Gab es auch noch, wo man irgendwas zusammenbasteln konnte und sowas alles. Ja. Wunderbar. Kommen wir auf jeden Fall noch drauf zurück. Aber erstmal schauen wir uns ein bisschen was über Katja Wohlgut an. Gut. Wir sind vorhin stehen geblieben beim Heimwerken. Woher kommt das? War dein Vater vielleicht sehr zuträglich, dass der gesagt hat, Mädel, hier, du musst was lernen, hier, nimm mal einen Hammer in die Hand und hau selber den Nagel rein? Ja, mein Vater hat alles selber gemacht und ich musste früh melden. Gucken wir ein bisschen auf die Finger, ob das wirklich stimmt oder ob das nur heiße Luft ist. Wir haben nämlich eine kleine Werkbank bei uns im Studio. Das stimmt. Da wage ich mich zum Beispiel nie selber rein, weil ich immer Angst habe, dass es... Wenn du noch ein Stückchen weiter rüber gehst. Wir mussten nämlich, weil die Werkbank haben natürlich Männer hingestellt, die waren uns zu klein. Deswegen haben wir noch ein Podest unten drunter, damit wir Mädels ein bisschen drüber gucken. Also wir haben jetzt eine Fliesenwand, das ist jetzt schwierig bei uns ins Studio zu stellen. Deswegen haben wir einfach mal eine Fliese hier aufgeklebt auf Gipsbeton. Okay. Und ja, hier ist alles, was du so brauchst. Such dir einfach aus und zeig uns, wie man eine Fliese bohrt, ohne dass sie... Ohne Fehler und nicht nachmachen erstmal. Ja, weil das ist ja immer die Kunst. Also, vom Papa gelernt, was drunter, damit die Fliese nicht springt. Ist wie beim Luftballon, kann man auch. Die sind ein bisschen zu viel des Guten, oder? Stein, Holz, wie groß das Loch wäre. Das wäre ein Stein, der wäre schon mal für eine Fliese ganz gut. Oh, ihr habt sogar einen Fliesenbohrer. Natürlich haben wir auch einen Fliesenbohrer. Den doch. Wir sind ja vorbereitet. So, und jetzt kommen die erstmal rein. Tatterich-Aufgaben wahrscheinlich. Ich habe mich echt immer die Fachleute wieder geholt, weil ich jedes Mal Schiss hatte. Es ist ja eigentlich. Lara Kropz hier spielen. Und nichts ist. Ja, so, super. Naja, weiß ich nicht. Guck mal, der ist so dick drin. Wir bohren trotzdem. Dann wird es ein bisschen ich schief. Soll mal so das tun, kommt okay? durch. Und Hauptsache, es hält. Na, das sieht so. Und schon. Herrlich. Jetzt müssen wir das siehst du heute auch sehen. Ich bin nicht durch, auf jeden Fall. Ah, aber ein super. Och. Löchlein, oder? Ja, verstanden. Gut. Dann gucken wir uns mal ein bisschen was an noch aus Alarm für Cobra 11. Da haben wir eine schöne Szene, muss man vielleicht kurz einen Satz dazu sagen. Ja. Also du bist ja Polizeirätin. Ja. Weil ich meinen Mann überholt habe. Oh Gott, Entschuldigung. Auf jeden Fall, die kommt in eine ganz blöde Situation. Ja. Kopfgeld ist auf sie ausgesetzt. Ja. Und da zeigt sie sich auch sehr von ihrer menschlichen, ängstlichen Seite, habe ich so gedacht. Genau, weil sie jetzt da auf meiner Liste der Erschossenen steht und der sich rächen will. Und ein Kopfgeld auf mich aussetzt und dann wird es ziemlich dramatisch. Ja, und da schauen wir jetzt einfach mal rein. Wissen, ob die Kriminalhauptkommissarin zugeschlagen hat oder nicht. Das ist ja schon gelaufen, das darf man ja verraten. Ja, nein, natürlich nicht, ich bin ja von den Guten. Wie viel Action machst du mit in der Serie? Also die Jungs müssen ja ganz schön ran. Ja, ich Zuschauer mögen wird es vielleicht auch mehr. Hier kommt gleich eine Frage dazu von Frau Gutja. Guten Tag. Guten Tag. Ich hatte eine Frage an den Gast und zwar... Ich wollte fragen, wie sie dazu gekommen ist. Ist sie von RTL angefragt worden bei Alarm für Cobra 11 oder wie ist sie da rangekommen? Das war der klassische Weg für Cobra. Es gab ein Casting, es waren glaube ich 10 Mädels da und ich habe es bekommen. Ich muss einiges richtig gemacht haben. Irgendwie an den da drückt einem ja, da drückt einer ein bisschen mit die Daumen, auch wenn es nicht so ist, aber man bildet es sich wenigstens ein. Schön, danke schön für den Anruf. Könnte ich noch ein Autogramm kriegen? Ich lasse welche hier, denn wenn nicht, musst du herschreiben oder mir direkt schreiben über einen Fanclub oder so, weil ansonsten weiß ich nicht, wie wir das hinkriegen. Wie ist denn der Vorname? Lina Joy. Das Lina kriegen wir hin. Lina Joy. Merken wir uns? Ja. Okay, Dankeschön, Lina. Danke, tschüss. Tschüss. Und Herr Husio ist am Telefon. Guten Tag. Ja, hallo. Guten Tag. Und zwar, ich hätte eine Frage an die Katja, und zwar, ich wollte fragen, ob sie auch schon mal ein Filmangebot aus den Vereinigten Staaten bekommen hat, so wie Ralf Möller oder
So wie Ralf Möller. Ich hab einen amerikanischen Film gedreht für RTL. Es war eine Co-Produktion allerdings, aber mit William Hurt und Peter Weller und Natasha McElhorm. Also, es legte sich dann Gott sei Dank, aber wo ich so dachte, ich weiß nicht, ob das meins ist. Hast du nicht auch mit Pierce Brosnan und Liam Neeson mal gespielt in dem Film? Nee. In dem Thriller? Nee, gerne, ja. Aber das war ich leider nicht. Dankeschön. Ja, und dann wollte ich fragen, ob ich eine Autogrammkarte kriegen könnte. Dann lassen wir auch für Sie eine da, also für Linda war die eine. Und wie heißen Sie mit Vornamen? Danny. D-A-N-N-Y. Danny, müssen wir aufschreiben. Linda. Das merken wir schon nicht mehr. Okay. Dankeschön für den Anruf. Und noch eine schöne Adventszeit. Dankeschön. Tschüss. 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 Und als drittes nehmen wir Herrn Werner rein. Guten Tag. Hallo. Hi, servus. Ich wollte fragen, ist eigentlich Katja in der Schauspielerkarriere angekommen oder wollte sie gerne oder was erzählen oder einen anderen Wunsch? Oh, ich habe die Hälfte verstanden. Ob ich in der Schauspielkarriere angekommen bin oder ob sie einen anderen Wunsch haben, ja. Ich hätte gern Kaffee. Ich glaube, jeder, also nicht so einen Kaffee, sondern einen Kaffee. weil man, irgendwie ist man ja immer so ein bisschen auf Halteposition. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich brauche da jemanden, der mitzieht, weil ganz alleine, ich komme auch nicht aus dem Gastrogewerbe oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ich habe letztens mal so ein Existenz. Glaube ich, Kommunikation mit den Menschen und dann sich so nah dran, auch Lesungen drin machen oder irgendwas. Ja. Oder schön. Du hast deinen Mann bei Dreharbeiten kennengelernt. Nein. Ja, uns wurde immer untersagt, weil wir beide bei Gegen den Wind drin waren. Ich war aber schon raus. Telefon. Oh. Ich habe sie ganz vergessen. Ich weiß, Sie noch von mir antworten von dem Kaffee. Dankeschön. Woher rufen Sie eigentlich an? Sie haben so einen schönen, Dialekt. Woher rufen Sie? Im Allgäu. Im Allgäu. Liegt denn da schon Schnee oder merken Sie was vom Sturm? Also jetzt ist es zwar ein bisschen zurückgegangen, aber. Ja, wir kriegen auch Schnee. Ja, wir kriegen den jetzt auch. Dankeschön für den Anruf. Sie auch noch ein Autogramm, Herr Werner? Ja, machen wir. Tschüss. So, der Marco war ja vor einer Woche ungefähr hier bei uns, ich glaube bei Andreas, haben sich sehr nett unterhalten und das Gespräch wurde auch noch ausgeweitet und wir haben das gleich mal benutzt, um ihn so ein bisschen auszufragen über seine Katja. Oh Gott. Boah, das ist schon der große Unterschied zu vielen anderen. Also, das stimmt. Wir halten durch. Und was soll man sagen, wenn's passt, oder? Ja, genau, es ist es. Also ich glaube, wir müssen... Familienmensch? Total. Ja, also. Ich hoffe, es klappt. Ich habe nämlich hier einen netten jungen Mann am Telefon, wie es aussieht. Schönen guten Tag. Hallo? Hallo, hier ist der Niklas. Ah, das ist der Sohn von ihr. Hallo, Schatzele. Hast du es geschafft, durchzukommen? Ja. Möchtest du fragen, wann ich nach Hause komme? Ja. Ja, bald. Wenn die Züge fahren und wenn ich einen Baum quer... 10. Ich freue mich schon auf dich, Mama. Ja, ich mich auch. Okay. Ja, geworden. Alles klar. Okay, na dann. Das koppelt immer. Verzögert, okay. Ja, ist klar. Ja, dann alles Gute. Viele Grüße an den Papa oder die Oma oder wer zu Hause genau, ist. Genau, Oma ist auch zu Hause. Oma ist zu Hause. Na dann weiter zugucken. Liebe Grüße, bis und, gleich. Tschüss. Ja, schön. Das war dein Sohn. Ja. Ruft an und sieht Mutti im Fernsehen und drückt wahrscheinlich. Ach, den Polizeiruf. Es muss relativ am Anfang gewesen sein, was wir vorhin gesagt haben. Da nicht Polizeiruf, Tatort. Richtig, ja. K3, glaube ich, war es. Ne? Männer von K3. Was? Wir gucken mal. Auf jeden Fall erleben wir dich da noch. Wobei, verändert hast du dich zumindest optisch kaum. Aber wir gucken einfach mal rein. Ist schon eine Weile her. Tja, das ist eine Reise durch die Zeit hier mit euch. Also, ja, man das sitzt machen da wir und ganz denkt so, gern. Oh Gott, das gab es ja auch noch. Wann hast du denn angefangen eigentlich mit 14? Mit 14. Mhm. Wie kam das? War das Zufall? Oder ja, das hast war du dich wirklich Zufall. Wo du gesagt hast, oh, wegen dem würde ich gerne auch zum Film. Oder den fandest du so süß? Den geht ja raus. Ich würde noch unsere Schnellfragerunde machen. Bietet hier immer, oh Gott, das find ich immer ganz viele Möglichkeiten. Ja. Du hast Freunde zu Besuch in Berlin. Was würdest du denen zeigen? Welches Fach in der Schule mochtest du mehr, Mathe oder Musik? Gut, damit leben. Bei welcher Musik kannst du nicht stillsitzen? Was und wie viel tust du, um gesund und in Form zu bleiben? Dingst du das eine, das andere? Das stimmt, kann ich bestätigen. Welches Land möchtest du unbedingt noch bereisen? Welche Rollenfigur aus der Geschichte würdest du bevorzugen? Katharina die Große, Jeanne d'Arc oder Marie Curie? Also ich glaube, die Physikerin wird... Nachten erledigen. Ich habe schon echt... Unsere Zuschauer zu Hause, die warten nämlich auf ihren Preis bei unserer Strickaktion. Oh, ich darf die Glücksfee sein? Ja, bitteschön, wir gehen an unseren Strickbaum, der wieder schön geschmückt ist mit den Gaben unserer Zuschauer, die ja für die Tafeln stricken und die Kindergärten im Sendegebiet. Und du kannst es ist schon unglaublich, was man unbedingt alles sehen.
Ich darf aber nicht 5 Sachen nehmen. Ich muss mich leider für einen entscheiden. Also jeder Gast einen, das ist ja stellvertretend für alle. Es sind ja wirklich schon mehrere tausend Einsendungen. Und im Übrigen, alle, die mitgemacht haben, kommen in einen großen Topf und noch einen wunderschönen Wellnessurlaub für 2 Personen, eine Kurzreise verlosen ins Weimarer Land in ein First Class Hotel. Auch die hab ich gestern schon gesehen, die fand Krabbe, ich so die, witzig. Der Krebs, wie auch immer. Ja. So, super. Okay. Junge im Hettelweg 12 aus Leipzig. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Super. Jetzt weiß ich auch, wie die Krabbe heißt bei Ariel. Sebastian. Ja. Genau, ich habe gestern noch überlegt. Ja, genau, Sebastian, die sich immer so erschreckte. Und das ist ihr Preis. Schauen Sie mal, diesmal, das ist, glaube ich, ja, genau. Weihnachtsmann mit Schlitten, was damit? Und ich sag Dankeschön, Katja, danke auch. Holmuth, und viele schön. Schöne Filme und schöne Rollen noch. Ja, danke. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Und wir schauen uns mal an, welche tolle Frau wir morgen erwarten. Katja Wollwood geht und Lena Valaitis kommt morgen dann also hier bei uns bei Herb 4. Jedes Jahr stellt der Winter die Natur auf eine harte Probe. Nur wer fit ist, überlebt die kalte Jahreszeit und die mit ihr verbundene Nahrungsknappheit. Sobald es kalt wird, streut deshalb jeder zweite Garten- und Hausbesitzer Körner ins Vogelhäuschen. Und hier sind einige Tipps zum richtigen Vogelfüttern. Na dann, guten Appetit. Wir sind scharf. Das können wir, die MDR-Fernsehmacher, heute mit Fug und Recht sagen. Und Sie hoffentlich auch. Vorausgesetzt, Sie empfangen uns in HD. Und das erkennen Sie übrigens rechts oben am Bildschirmrand. Falls nicht, dann empfangen Sie vielleicht unser Programm noch über Kabel oder DVB-T. Dort sind nämlich ein paar Besonderheiten zu beachten. Übrigens, MDR-Experten stellen sich heute zwischen 19.50 Uhr und 21.30 Uhr im Online-Chat unter www.mdr.de/hd ihren Fragen zur HD-Umstellung. Und der Chat kann auch im MDR-Text ab Seite 548 verfolgt werden. Bei mir am Tisch sitzt jetzt unsere Kriminalrätin, nein, ich sage mal Kriminalrätin den ganzen Tag schon zur Katja, aber Polizeipräsidentin Ilona Wessner. Nein, Kriminalrätin. Kriminalrätin, war doch richtig, ich bin schon ganz durcheinander bei so viel Polizeipräsenz heute hier im Studio. Ja, aber Polizeipräsident, nee, das wird wohl nichts mehr werden. Na, wer weiß, man soll ja nie sagen. Wir kommen zu einem sehr brisanten Thema heute bei Tipps gegen Tricks. Jede vierte Frau ist schon mal von ihrem Partner oder Ex-Partner misshandelt worden. Mhm. Häusliche Gewalt ist heute unser Thema. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Dunkelziffer noch viel höher ist. Richtig. Schau, Sie können bei uns anrufen unter 01802 15 15 17. Wenn ein Streit eskaliert, Drohungen und Schläge den Ehealltag zur Hölle machen, hilft dann nur noch die Flucht. In Großstädten ist das nicht so problematisch, anonym unterzutauchen und Hilfe zu finden. Aber in vielen kleinen Orten und auf dem Land, da ist es schon schwierig. Gemeinsam auch nicht nur Unterstützung zu geben, sondern auch die Probleme zu lösen. Einfach nicht immer nur mit dem, das muss jetzt alles beendet werden, sondern manchmal gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten. Vielleicht gibt es irgendwelche Ursachen, die, wenn man die beseitigt hat. Geht dann die Polizei vor, wenn sie wirklich gerufen wird? Zu einem, gerade wenn auch Kinder im Spiel sind? Genau. Also, was ich vorhin schon sagte, das Trennen der Beteiligten erstmal ganz klar, dass die Situation beendet ist. Das Befragen. Verletzung. Es ist ja dann immer schwierig im Nachhinein, wenn es bis vor Gericht geht, nachzuweisen, dass man misshandelt wurde. Wie kann man denn diese Verletzung nachweisen? Ja, beziehungsweise verdecken dann mit der Bekleidung die Verletzungen, tragen Sonnenbrillen. Was kann ich dann tun? Also so früh wie möglich auch etwas tun, nicht dann, wenn es tatsächlich schon eskaliert ist. Wir haben gerade gesagt, der Arzt kann das dokumentieren, aber nicht nur der allgemeine Arzt, sondern vor allen Dingen auch der Zahnarzt. Ein Anruf und ich möchte noch mal die Telefonnummer nennen für das Hilfetelefon, das ist die 08000 an. Also immer dann, wenn etwas gegen den Willen des anderen passiert. Es gibt zum Beispiel die körperliche Gewalt, worüber wir gesprochen haben, also wo dann auch Verletzungen zu sehen sind. Man wird gestoßen, gekniffen, geboxt, also all diese Dinge. Und dann gibt es noch diese Sprich heute. Vielleicht konnten wir den einen oder anderen Tipp, auf jeden Fall aber eine wichtige Telefonnummer. Nicht aushalten, das ist mir ganz wichtig. Ja, nicht gefallen lassen. Genau. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, das zweite Adventwochenende steht vor der Tür und vielleicht überlegen Sie ja, was Sie, nachdem Sie heute schon zu Hause sitzen müssen wegen dem Wetter, am Wochenende tun können. Da können Sie auch heute wieder 100 Euro bei uns gewinnen, dazu eine Weihnachtskalenderüberraschung. Aber erstmal müssen Sie herausfinden, wo sind wir heute unterwegs?
eine Karte, damit Sie wissen, wie unsere Zuschauer gestern auch wirklich alles gewinnen können. 01802 15 15 12, das ist unsere Telefonnummer. Toi, toi, toi. Orkan Xaver nimmt Norddeutschland mit jeder Stunde immer fester in die Mangel. Schon seit dem Mittag ziehen gefährliche Böen mit bis zu einem Haus im Oberharz. Das ist rund 8 Kilometer Fußweg von der Brockenspitze entfernt, steht jetzt unser Reporter Jan Starkebaum. Jan, wie sieht's denn aus? Ist der Orkan schon dort angekommen? Ja, man merkt. Und einen guten, sicheren Weg nach Hause. Wir schauen jetzt mal zum Sachsenring. Das erste Mal seit 10 Jahren gibt es dort wieder ein Fahrsicherheitstraining für Traktorfahrer. Die Nachfrage ist riesig, da die Technik heutzutage sehr viel komplexer ist als früher. Zudem wiegen die Gespanne meist mehr als 40 Tonnen und sind auch häufiger im Straßenverkehr präsent. Ein Fall für unseren Reporter Sven Böttger, der heute zum ersten Mal Traktorfahren gefahren ist. Aber er hat es toll gemacht. Sven Böttger war das. Auch meine Kollegen der Regionalmagazine sind wieder für Sie unterwegs gewesen, um Sie über alles Wichtige zu informieren und damit zuerst nach Dresden zu Anja Köbel. Ihr wart an der Grenze zu Polen und habt euch ein grenzübergreifendes Projekt angesehen. Man könnte sogar von Nachbarschaftshilfe sprechen. Das stimmt, Katrin, im gewissen Sinne. Die Phase zwischen Sachsen und Polen erfahren wir dann 19 Uhr im Sachsenspiegel. Danke, Anja. Von der sächsisch-polnischen Grenze jetzt nach Erfurt zu Susanne Reichenbach vom Thüringen-Journal. Bei euch geht es heute um einen schwerreichen Belgier, der sich mit ein paar Millionchen beim Fußballverein Carl Zeiss Jena einkaufen will. Ja, Katrin, der Belgier rollt den Fußballverein Carl Zeiss Jena, dazu dann mehr im Thüringen-Journal. Ab heute sendet der MDR in HD und damit natürlich auch die Landesfunkhäuser. In Magdeburg begrüße ich jetzt Sascha Fröhlich. Ihr habt ja pünktlich zur Umstellung auch ein neues Studio bekommen. Fühlst du dich wohl in deinem neuen Zuhause? Also ich sag's mal mit ganz... Ich bin schon ganz gespannt auf 19 Uhr. Dann sehen wir das Studio also in voller Größe und Schönheit. Vielen Dank. 19 Uhr dann mehr. Heute ist der internationale Tag des Ehrenamts, ein Tag, an dem wir mal all jenen Danke sagen können, die sich in Vereinen und sozialen Einrichtungen ehrenamtlich engagieren. So wie Rainer Leopold, der im Altersheim Georg Bock in Erfurt Klavier spielt. Dreimal die Woche kommt der betagte Mann in die Einrichtung und er schafft es immer wieder, den Bewohnern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Auch ein bisschen Lebensfreude verschenken und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Es geht um 100 Euro bei unserem Städtequiz Gewusst Wo. Und ich höre mal ins Telefon, wer ist heute dran? Teschner Bernd. Guten Tag, Herr Teschner. Woher rufen Sie uns an? Aus Gartenschleben. Das klingt nach Sachsen-Anhalt? Ja. Ist wo in der Nähe? Zwischen Aschersleben und Quedlinburg. Okay, dann weiß ich Bescheid. Jetzt geht es aber um einen Ort, den Sie bestimmen müssen. Was suchen wir denn heute? Ich würde sagen Dingelstedt. Und das liegt wo? Na, in Thüringen, und zwar ist das die G2. Na, dann gucken wir mal. Ich wollte es nur genau wissen, weil es gibt ja... Und, Jena ist doch schön. Wie bitte? Wunderbar, hat geklappt. Genau. Wie stürmisch ist es bei Ihnen gerade ums Haus? Es weht ganz schön bei uns schon hier. Haben Sie das Vogelhäuschen schon verpasst? Ach so, okay, aber auch die fliegen wahrscheinlich durch die Gegend. Schauen wir mal. Moment, hier sind noch... Pfeffer- und Salzstreuer drin und räumen können. So, egal. Aber das geht Ihnen in den nächsten Tagen zu. 100 Euro Taschengeld in der Adventszeit ist ja eine schöne Sache. Freuen Sie sich auf morgen? Natürlich. Kommt eine tolle Frau, ne? Ja, ich hab's gesehen. Mhm. Haben Sie schon gesehen? Aber die singt morgen auch live hier bei uns. Ja, ja. Lena Valaitis. Und die schauen wir uns mal gemeinsam an. Ich hab viel Musik früher von ihr auf Kassette aufgenommen. Super. Die bringt doch noch ein aktuelles Album mit. Wahnsinn. Mhm. Also bis morgen. Ja. Blue, 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 Johnny Blue. Mal sehen, ob wir das morgen auch noch hören. Aber jetzt habe ich noch einen Tipp für alle, die gerne heimwerken und an irgendeiner Stelle dann nicht weiterkommen. Dafür gibt es echte Hilfe von uns. Sie wollen Ihr eigener Handwerker sein? Morgen dann wird wieder gekocht mit Christian Henze. Wir stöbern in alten Kochbüchern und machen leckeren Braten. Also bis morgen 16 Uhr.